Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind im Münchner Umland unterwegs und stellen Ihnen jede Woche eine Gemeinde vor. Und diese Woche sind wir in Ottobrunn, nur 12 Kilometer Luftlinie vom Münchner Marienplatz entfernt. Von einer kleinen Waldsiedlung Anfang des letzten Jahrhunderts ist die Gemeinde mittlerweile auf fast 22.000 Einwohner angewachsen. Und heute besuchen wir einen Verein, der schon um diese Zeit gegründet wurde. Der Sängerkreis Ottobrunn. Die Auftritte des Vereins bereichern seitdem das kulturelle Leben Ottobrunns. Nach der Corona-Zwangspause von einem Jahr treffen sich die Herren heute zum ersten Mal wieder. Und natürlich haben sich alle direkt davor auf Corona testen lassen. Ein Grüß Gott nach alter Weis vom Ottobrunner Sängerkreis. Ein Grüß Gott nach alter Weis vom Ottobrunner Sängerkreis. Bravo, grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie zusammengekommen sind. Da merkt man erst, dass man so lange niemand mehr hat singen hören, gell? Vielen Dank. Wer ist denn jetzt hier der Chef, der Vorsitzende? Komm mal her. Bist du der Christopher? Ja, ich bin der Christopher. Servus. Grüß Gott. Du, sag mal, wie lange gibt es euch schon? Gegründet ist der Sängerkreis 1919. Das heißt, über 100 Jahre jetzt ist der Sängerkreis aktiv in Ottobrunn. Aber du bist jetzt kein Ottobrunner. Nein, doch, ich bin Ottobrunner, bin ich schon. Du meinst Bayern oder Deutscher? Ja, da hört man einen Akzent. Nein, genau, ich bin Franzose, aber bin seit über 20 Jahren in Ottobrunn jetzt. Wow, und wie lange bist du denn hier schon dabei? Oh, ich glaube 2007, dann ja, also macht 14 Jahre. Unglaublich. Genau. So lange gibt es den Verein schon. Das ist ja wirklich wahrscheinlich einer der ältesten Vereine Ottobrunns. Der Sängerkreis Ottobrunn ist der zweite Verein, älteste Verein in Ottobrunn, kurz nach dem Feuerwehr. Nach der Verein. Feuerwehr. Ja, genau. Und wie viele aktive Mitglieder seid ihr? Aktiv sind wir 21 plus der Chorleiter, der Thomas. Genau, 21 Sänger. Und heute sind ja fast 21 da. Nein, wir sind 15 heute. Okay, aber nicht schlecht. Und das heißt, habt ihr jetzt wirklich lange nicht geübt, oder? Ja, man merkt es nicht. Gut erinnern, das letzte Mal war im Juli 2020. Ja. Genau. Und aber das war nur zweimal und dann war wirklich wieder Lockdown und dann haben wir nicht mehr gesungen. Das heißt, es ist heute mal wieder so ein Zusammenkommen seit langem. Ja, genau. Und wir freuen uns alle sehr. Ja, gell, das endlich. Und alle negativ getestet genau, vorher, gell, dass man so eng stehen darf. Um 8 Uhr standen wir da, Wolferer aus Ottobrunn. Wir sind getestet worden, alle negativ, sehr Gott sei gut. Dank. Und dann dürfen wir ein bisschen näher sein und das ist auch schön. Sehr gut. Und dann möchte ich jetzt unbedingt gleich noch mal was hören. Geht ja, noch gern. Eins. Ja, Thomas? Ich hab mein Schatz an mir gekauft, des jeder hat sie herzlich freit. Sie ist gebaut als ihr und mir ist ein bisschen zweit. Smirr, ist ein bisschen zweit. Smirr, ist ein bisschen zweit. Des Dirndl wächst von Tag zu Tag und molert wertsam mit der Zeit. Sie wollen schon alle Freuden aus und Smirr, ist er nichts mehr zweit. Smirr, da ist er nix mehr zweit. Drum sag ich dir, mein lieber Bur, wann du willst machen, an dem da frei. Kauf ohne ja, kein Mirr nicht, denn Smirr da ist heute eng mal zweit.
Das mir, das ist voll Sengwolzweit. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de. Wir sind in Ottobrunn und lernen die Herren des Sängerkreises Ottobrunn kennen. Und dieses Video möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es war schon dunkel, als ich von Ottobrunn nach München ging. Da steht das Wirtshaus, in dem ich alle meine Freunde seh. Mei, eure Schimpf, und ihr heilt für immer morgen. Wir sitzen Länder in Lederhosen. Der überlegt das der Arme. Da hört man Jodel und schöne Lieder nach alter Bayern auf. Wie sitzt die hin, wie schnell am Mast und jetzt mehr war. Bayerisches Bier ist wie das Blut der Pferde, drum bleib ich hier. Damit ich kräftig werde, bringt's mir noch ein Mast und liege nie mehr wieder rum. Nach Ottobrunn, ja, ja, bayerisches Bier und die alten Wirtshausbrüder liegen zu mir. Jeden Abend spür ich's wieder drum. Das ist ja ein tolles Video. Wie kam es zu dem? Ich habe 1989 von dem Verlag die Rechte für eine Bearbeitung bekommen für Männerchor. Mhm. Und dann haben wir das damals auch auf Schallplatte gebracht. Ui. Ist auch im Funk oft gelaufen. Und nachdem wir im Jahr 2019 unser 100-jähriges Bestehen gefeiert haben, dachte man, da muss jetzt irgendwo noch ein Tüpfelchen aufs i. Und dann haben wir dieses Video gedreht. Ganz lustig. Zu dieser Musik. Aha. Hatten die Möglichkeit, dafür auch einen wunderschönen alten Garten zu bekommen. Und es war ein spannender, toller Tag, das so zu machen. Das glaube ich. Oh, aber den Text, den gab es schon so? Nein. Nein? Es gab wohl verschiedene Ansätze und Ideen, aber in der Form, wie er da dann auch fixiert und freigegeben worden ist vom Verlag, da ist er neu entstanden, 89. Toll. Und seitdem gehört es. Also habt ihr den, oder wer hat den geschrieben dann? Den habe ich geschrieben, in Abstimmung auch noch mit einem anderen Sänger. Aha. Und so entstand das. Ist dann. Ja wirklich toll. Also das heißt, was habt ihr für ein Repertoire, wenn man jetzt alles zusammen sieht? Auch ganz bunt. Ganz bunt. Da sind Schlager dabei, da sind Gospels dabei, das ist auch Kirchenmusik. Wir gestalten ja auch viele Gottesdienste. Mhm. Es sind alte Couplets, Volkslieder, eigentlich quer durch die Bank. Wow, und wie viele Lieder könnt ihr dann? Also auf Anhieb auswendig könnten das schon 30, 35 schon sein. Wenn man da noch ein bisschen Zeit zum Proben hatte, lässt sich schon was anderes auch noch aufpolieren. Und alle ja auswendig, gell? Ich sehe hier gar keine Textblätter. Ja, das ist die Arbeit. Das ist einmal Arbeit am Anfang, aber das, wenn man richtig gelernt hat, vergisst man das nie mehr. Dann kann man das in jeder Lage sehen. Aber hast du die auch wirklich alle im Griff da, oder ist das manchmal schwierig? Ein Männerchor ist eine ganz tolle Gemeinschaft und gerade der Sängerkreis Ottobrunn. Also da muss ich sagen, keine Sorge. Ja, und wie lange machst du das schon als Chorleiter? Ich kam 1983 dazu, als man mich gefragt hat, ob ich aushelfen könnte. Mhm. Ich war gerade 23 Jahre alt und sollte sie einmal über Weihnachten bringen, weil sie keinen Dirigenten für Weihnachten hatten. Und dann ist mir das geblieben. Toll, aber bist du Profi-Musiker? Ich habe Kirchenmusik studiert. Das war damals in der Zeit auch meines Studiums noch. Und dann kamen zwar verschiedene Kirchen dazu, aber der Sängerkreis, der blieb immer bestehen. Ganz toll. Jetzt möchte ich unbedingt noch mal was hören. Was habt ihr noch? Sängerfreunde. Sängerfreunde. Okay, ja. Dann mal bitte. Leute, kommt, hört uns heut.
Sängerfreunde zu jeder Zeit. Stehst, wer öffnet dir dann die Tür? Deine Freunde, wir gehen singen durch das Land. Musik ist das Band, das uns verbindet hier. Denn Sängerfreunde sind wir. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt haben wir hier noch das älteste oder längste Mitglied hier im Verein, oder? Die längste Zeit, habe ich gedacht, weil vielleicht ja nicht der älteste. Aber bei den Aktiven bin ich der älteste. Wir haben noch welche, die sind älter. Ja. Aber aktiv dabei, wie lange bist du dabei? 30 Jahre. So 30 Jahre. Und du bist so ein... Was kommt da für? Das stimmt 35, nicht, oder wie? 40 vielleicht. Ja, kann schon sein. Ach so, die wissen es besser. Ich habe mal zwischendurch 3 oder 5 Jahre Pause gemacht. Ah, okay. Das weiß ich nicht mehr 36. Genau. Ja. Ich will danke, aufpucken. Danke. Aber das heißt, ihr seid ja hier so alle aus Ottobrunn und dann. Nein, wir sind weltweit. Neubiberg. Wo ist Neubiberg? Wer? Ja. Neubiberg. Hohenbrunn. Hohenbrunn. Was haben wir noch? Taufkirchen. Ja. Ottobrunn. Ja, klar. Haar. Und natürlich Franzosen. Aber ich habe gehört, Südtirol auch noch. Ja, aber hier wohnen. Ja, gut, aber ja. Aber gebürtig. Münchner auch? Ja, wie? Also, das verstehe ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich gedacht, das sind hier alles wirklich, ihr seid aus Ottobrunn. Das heißt, ihr kommt zum Singen zusammen. Richtig, genau. Ja. Nicht nur. Ja. Nicht nur, für nein, was noch? Gemütlicher Teil gehört auch mit dazu. Ja, klar. Wir haben uns früher, also jetzt hoffentlich bald wieder, jeden Donnerstag getroffen beim alten Wirt in Hohenbrunn, aber den gibt es leider auch nicht mehr. Oh. Aber werden wir schon was Neues finden. Und das war aber sehr wichtig für uns, nicht nur das Singen, sondern wirklich der gesellige Teil. Und das hat halt immer Spaß gemacht. Mhm. Und das Singen hat natürlich auch nicht immer den ganzen Abend gedauert, sondern ein gemütlicher Teil anschließend auch, weil man nett, ja. Ja, ganz schön. Ja. Und das heißt, ihr seid wirklich bei allen Festivitäten immer dabei gewesen, oder? Ganz fester Bestandteil. Ja, selbst wenn es nicht so festlich war, auch bei Beerdigungen viel, haben wir auch gesungen. Also wir haben auch geistliche Lieder oder Messen gesungen. Und aber dank unserem Bürgermeister haben wir natürlich jetzt auch sehr viele Auftritte bei der Gemeinde gehabt, bei größeren Veranstaltungen. Wir haben ein Ottobrunn Straßenfest auch in der Ottostraße. Da sind wir auch singend durch den Ort gezogen. Ach, doch. Ja, da hoffen wir jetzt, dass dieses Jahr doch noch was geht vielleicht. Gell? Hoffen wir es. Ja. Ja, und dann noch ein Abschlusslied würde ich mir jetzt wünschen. Aber gerne. Dankeschön. Bitte. Unser Heudekat, die hat jetzt, unser Heudekat, hat jetzt am ja, unser Heudekat, die hat jetzt, unser Heudekat, und jetzt am Morgen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute vom Sängerkreis aus Ottobrunn. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Wiederschauen. Du hast grad noch. Schirgel ein bisschen hin, schon ein wenig. Du hast grad. Schirgel ein bisschen hin, schon ein wenig. Du hast grad noch. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de